شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، liebe Geschwister, ihr habt sicherlich alle mitbekommen, dass die Moscheen unter Einhaltung bestimmter Auflagen wieder geöffnet werden dürfen und somit die Gebete in den Moscheen stattfinden können. Eine sehr umstrittene Auflage ist jedoch jene, die besagt, dass zwischen den Betenden im Gemeinschaftsgebet ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Aufgrund dieser Gegebenheit wird momentan viel darüber diskutiert und gestritten, ob denn nun die Einhaltung dieser Auflage islamrechtlich in Ordnung sei und unter diesen Umständen gebetet werden darf oder nicht. Grundsätzlich gilt, dass die Betenden in den Reihen Fuß an Fuß und Schulter an Schulter stehen sollten und dass die vorderen Reihen erst vervollständigt und dann eine neue hintere Reihe gebildet werden sollte. Die Fuqaha, also die Rechtsgelehrten, sind damals bereits uneinig gewesen, ob das Zusammenrücken und das ordentliche Aufreihen der Betenden in den Gemeinschaftsgebeten eine Pflichttat oder eine erwünschte Tat darstellt. Nach den vier bekannten Madhahib, also den vier bekannten Rechtsschulen, ist das Zusammenrücken eine erwünschte Sunnatat. Und das Nicht-Einhalten wäre gemäß dieser Meinung makruh, verpönt. Nach anderen Gelehrten ist es hingegen eine Pflichttat. Unter anderem ist es die Ansicht von Al-Bukhari, Ibn Hazm al-Zahiri, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani, As-San'ani, Ibn Uthaymin und weiteren. Wieso erwähne ich generell diese Meinungsverschiedenheit? Damit wir die Fatwa, die Rechtsgutachten der Gelehrten, richtig verstehen. Da sie je nach Grundlage und Ursprungsurteil eine bestimmte Antwort geben oder anders als die anderen Rechtsgelehrten etwas begründen und beweisen müssen. Übrigens hatte ich nicht die Absicht, darüber zu sprechen. Geplant war meine Reihe, über das Fasten und ihre Urteile fortzuführen, doch wie bereits erwähnt, sprechen viele Geschwister derzeit darüber und mich erreichten auch einige Nachrichten, was denn jetzt richtig sei und was nicht. Darauf basierend beschloss ich, eine kurze Ausarbeitung und Recherche über diese Rechtsfrage zu starten und Kontakt zu einigen zeitgenössischen Rechtsgelehrten und Professoren aufzunehmen, um so gut wie möglich Klarheit zu verschaffen. Vorweg kann ich sagen, dass nicht jeder eine Stellung zu dieser aktuellen Rechtsfrage hat oder genommen hat und allgemein keine Einigkeit herrscht. Generell lässt sich sagen, dass die einen es für inakzeptabel halten und man es nicht machen sollte und das Gebet in dieser Art und Weise nicht als Gemeinschaftsgebet akzeptiert wird, sondern als Einzelgebet. Auf der anderen Seite gibt es die Ansicht, dass es gemäß den aktuellen Umständen richtig ist und als Gemeinschaftsgebet gezählt wird. Die bekannten zwei Aussagen, die aktuell die Runde gemacht haben und Diskussionen unter den Brüdern ausgelöst haben, sind die Aussagen von Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad und Sheikh Sulaiman Al-Ruhayli, hafidahumullah. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah, ist der Ansicht, dass diese Art und Weise des Gebetes nicht als Gemeinschaftsgebet zählt, sondern als Einzelgebet. Was die Ansicht von Sheikh Sulaiman, hafidahullah, angeht, so sagte er, dass das Gemeinschaftsgebet mit einem Mindestabstand zwischen den Betenden mit Gewissheit nicht unter die Angelegenheit des Einzelbetenden hinter einer Gebetsreihe fällt, da die Betenden in den Reihen nicht alleine stehen. Was das Zusammenrücken der Betenden angeht, so erwähnte der Sheikh, dass gemäß der Ansicht der Mehrheit dies eine Mustahab-Tat darstellt, also eine wünschte Tat darstellt, und das Nicht-Einhalten dessen makruh ist. Sheikh Sulaiman selbst hingegen ist aber der Ansicht, dass das Aufreihen der Reihen verpflichtend ist. In Notwendigkeiten seien diese Abstände aber erlaubt. Bei der Frage, ob man denn besser zu Hause oder in der Gemeinschaft mit diesen Mindestabständen beten sollte, sagte der Sheikh, dass man besser in der Gemeinschaft beten sollte. Im Großen und Ganzen sind das zusammengefasst die beiden Meinungen. Liebe Geschwister, es wurde auch als Argument gegen diese Art und Weise des Verrichtens eines Gemeinschaftsgebetes folgende Überlieferungen zitiert. Erstens, Jabir ibn Samurah radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, Ala tasuffuna kama tasuffu al-Malaikatu inda Rabbiha? Fakulna ya Rasulallah, wa kaifa tasuffu al-Malaikatu inda Rabbiha? Qal, yutimmuna as-sufufa al-awwal wa yatarassuna fi as-saff. Wollt ihr euch nicht so aufreihen, wie die Engel sich bei ihrem Herrn aufreihen? Wir antworteten, O Gesandter Allahs, wie reihen sich die Engel bei ihrem Herrn auf?
Er sagte, sie vervollständigen die vorderen Reihen und rücken aneinander. Und die zweite Überlieferung, Ibn Umar radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Stellt euch ordentlich hin, Schulter an Schulter, und schließt die Lücken. Seid weichherzig mit euren Brüdern. Lasst für den Satan keine Lücken. Wer eine Reihe verbindet, dessen Beziehung mit Allah möge ebenso verbunden werden. Und wer eine Reihe unterbricht, so möge Allah seine Beziehung mit ihm ebenso abbrechen. Das war eine sinngemäße Übersetzung. Diese Überlieferung ist in Al-Musnad von Imam Ahmed verzeichnet worden und in Sunan Abi Dawud. Abu Dawud rahimullah sagte dazu, seid weichherzig mit euren Brüdern bedeutet, wenn jemand sich die Reihe einreihen will, soll man seine Schultern für ihn weich machen, damit er sich einreihen kann. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min iqamati s-salah. Richtet eure Reihen gerade, denn das Geraderichten der Gebetsreihen gehört zum Verrichten des Gebets. Ibn Hazm rahimullah begründete unter anderem mit dieser Überlieferung, dass das Geraderichten und Zusammenrücken der Reihen verpflichtend ist. Er sagte, denn das Verrichten des Gebetes ist obligatorisch und alles, was unter Al-Wajib gehört, ist Wajib. Also alles, was unter einer Verpflichtung gehört, ist selbstverpflichtend. Und es sind weitere ähnliche Überlieferungen diesbezüglich vorhanden. Sie begründen ihre Ansicht, dass es Pflicht und keine freiwillige erwünschenswerte Tat ist, damit, dass die Befehle des Propheten sallallahu alaihi wasallam eindeutig sind und die Drohungen und Warnungen hinsichtlich jenen, die es nicht einhalten, nur bei Pflichttaten erwähnt werden und nicht bei freiwilligen Taten. Also auf der einen Seite haben wir allgemein Befehle, die Reihen gerade und ordentlich zu halten und keine Lücken zu lassen, und auf der anderen Seite haben wir auch Warnungen und Drohungen für jene, die sich nicht daran halten, und so etwas ist nur passend bei einer Pflichttat und nicht bei einer freiwilligen erwünschenswerte Tat. Die Antwort der vier Madhahib darauf lautet, dass die allgemeinen Hinweise einer Verpflichtung durch Berücksichtigung folgender Überlieferungen abgewandt werden und als erwünschte Tat verstanden wird. Erstens, Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sawu sufufakum fa inna taswiyata safi min tamamis salah. Richtet eure Reihen aus, denn das Ausrichten der Gebetsreihen gehört zur Vollkommenheit des Gebets. In Sahih Muslim wurde diese Überlieferung verzeichnet. Und Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, وَأَقِيمُ الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ. Stellt euch in den Reihen im Gebet ordentlich hin, denn das ordentliche Aufstellen im Gebet gehört zur Schönheit des Gebets. Und dieser Hadith wurde in Sahih al-Bukhari verzeichnet. Diese beiden Überlieferungen beweisen gemäß der Mehrheit der Gelehrten, dass die Befehle des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus den anderen zuvor erwähnten Überlieferungen nicht als Verpflichtung, sondern als Mustahab angesehen werden oder verstanden werden. Denn die Aussagen Vollkommenheit des Gebets und Schönheit des Gebetes beweisen, dass es sich hier nicht um Säulen oder Pflichten des Gebetes handelt, wie es unter anderem Ibn Battal und andere erwähnten. Denn die Vollkommenheit einer Sache ist freiwillig. Und davon hängt nicht die Gültigkeit dieser Sache ab. Also ist es lediglich makruh, wenn man sich nicht daran hält, und das aber jedoch nur, wenn man es grundlos macht und hinter der Tat keine Notwendigkeit vorhanden ist. Bei Gründen wie im Fall einer Gesundheitsvorsorge gegen eine Pandemie wäre es erlaubt, ohne dass die Tat als makruh betrachtet wird. Abschließend noch einige weitere Aussagen, die ich per Textnachricht erhalten konnte. Erstens. Sheikh Saleh al-Usaymi aus Riyadh antwortet auf die Frage, ob aufgrund der aktuellen Situation das Gebet mit den Abständen als Gemeinschaftsgebet gültig sei oder nicht, folgendermaßen. Er sagte, Hafidhahullah, es ist erlaubt, falls er geht. Also falls er zum Gemeinschaftsgebet geht, ist dies erlaubt. Und besser ist es, nicht zu gehen, bis er sich sicher ist und oder mit großer Wahrscheinlichkeit annimmt, dass die Pandemie eingedämpft oder bekämpft wurde. Und Allah weiß es am besten. Das war also die Antwort von Sheikh Saleh al-Usaymi. Auf die Aussage, damals gab es auch Seuchen und Epidemien, aber es wurde nicht berichtet, dass die früheren Muslime mit Abständen ihre Gemeinschaftsgebete verrichtet haben. Deswegen sei die Tat eine Bid'ah, eine Neuerung, antwortete Sheikh Suleiman folgendermaßen darauf. Diese Pandemie
ist trotz des medizinischen Fortschrittes hinsichtlich der Krankheiten eine neu aufgetretene Angelegenheit, eine Nasila Jadida, nach dessen Urteil man in den Grundlagen der Scharia erforscht, sowohl in den Offenbarungstexten als auch in der Rechtswissenschaft. Was die Rechtswissenschaft angeht, so sind sich die vier Madhahib über die Gültigkeit des Gebets mit unterbrochenen Reihen einig. Unsere Angelegenheit lässt sich dem Kapitel der unterbrochenen Reihen zuordnen und die Karaha, also die Verpöntheit, entfällt bei einer Notwendigkeit. Was die Offenbarungstexte angeht, so deuteten der Koran und die Sunna auf die Veränderung der Art und Weise des eigentlichen Gebets, um das Gemeinschaftsgebet aufrechtzuerhalten. Und das im Falle des Gebets bei Angst. Salat al-Khawf. Wie verhält es sich erst mit etwas, was geringer als das ist, wo die Veränderung in der Gebetsreihe stattfindet, die außerhalb des eigentlichen Gebets liegt? Was die Salaf rahimahumullah angeht, so wird erstens über sie hinsichtlich dieser neu aufgetretenen Angelegenheit, an-Nazila Jadida, weder etwas Verneinendes noch Bestätigendes überliefert. Und zweitens, diese Pandemie und alles, was diese im Allgemeinen umfasst, ist eine neu aufgetretene Angelegenheit. Man kann betrachtend der Rechtslehre mit Gewissheit sagen, dass in dieser Angelegenheit keine Bid'a vorhanden ist, also keine Neuerung vorhanden ist. Ich fragte den Sheikh daraufhin, ob die Verwaltung der beiden heiligen Moscheen in Mekka und Medina eventuell aufgrund einer Fatwa die Gebete mit Mindestabständen verrichten lassen. So sagte der Sheikh, dass er es nicht weiß, aber dies mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall ist. Was die Gesundheitsbehörden angeht, so empfehlen sie das, also diesen Mindestabstand, so antwortete der Sheikh Suleiman. Liebe Geschwister, mit eigenen Worten zusammenfassend meint Sheikh Suleiman Hafidhullah folgendes. Erstens, nach allen vier Rechtsschulen ist das Gebet definitiv gültig. Die Rechtsfrage lässt sich unter dem Kapitel die Unterbrechung der Gebetsreihen zuordnen. Und die Verpöntheit oder die Karaha dieser Unterbrechungen wird aufgrund der Notwendigkeit in dieser speziellen Situation aufgehoben. Zweitens, wir entnehmen aus dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass der Islam die Gemeinschaftsgebete sogar in Situationen des Krieges und der Angst aufrechterhalten hat. Die Veränderung des Gebetes bei Angst ist, denke ich, einigen von euch bekannt. Die Betenden handeln in den Gebetsreihen unterschiedlich. Verbeugt sich die vordere Reihe, ist die hintere Reihe noch am Stehen und es werden Reihen während des Gebets getauscht oder eine Gruppe verrichtet eine komplette Rek'a mit dem Imam und die andere Gruppe hält Stellung. Nach dieser Rek'a tauscht Gruppe 1 mit Gruppe 2 ohne den Teslim und die erste Gruppe hält die Stellung, während Gruppe 2 mit dem Imam betet und so weiter. Es wurden verschiedene Versionen des Gemeinschaftsgebetes bei Angst überliefert. Der Sheikh sagte, in unserem Fall spielt sich die Veränderung nicht im Wesen des Gebets selbst ab, sondern außerhalb des Gebets und betrifft die Gebetsreihen. Also, wieso sollten wir auf die Gemeinschaftsgebete deswegen verzichten? Drittens, es wurde über die Salaf weder etwas Verneinendes noch Bestätigendes diesbezüglich überliefert. Und der Sheikh hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die jetzige Pandemie eine neuartige Angelegenheit ist und nicht direkt mit vorherigen Seuchen verglichen werden kann. Abschließend sagte der Sheikh auch, dass betrachtend der Rechtslehre mit Gewissheit gesagt werden kann, dass in der Umsetzung des Gemeinschaftsgebets keine Neuerung zustande kommt. Also mit diesen Abständen. Liebe Geschwister, die Gemeinschaftsgebete in den Moscheen sind von essentieller Bedeutung im Islam. Ihr habt gehört, dass während des Angstzustandes im Krieg gemeinschaftlich gebetet wird. Die Gebete während des Regens werden in den Moscheen zusammenfassend verrichtet. Man könnte auch stattdessen das eine Gebet zu ihrer eigentlichen Zeit zu Hause allein beten. Aber da das Gemeinschaftsgebet eine so große Bedeutung hat, wurde es bevorzugt, lieber zusammen in den Moscheen zu beten, als pünktlich jeder zu Hause allein im Falle von Regen. Ihr hört, dass die Rechtsfrage ziemlich umstritten ist und jeder seine Argumente versucht, korrekt wie möglich mit den Offenbarungstexten aus Koran und Sunna und den Fiqh-Regeln in Einklang zu bringen. Wenn wir nach dieser Aufnahme nur eins mitnehmen, und zwar, dass wir uns nicht gegenseitig anfeinden oder miteinander streiten und groben Umgang pflegen, nur weil der eine in dieser Rechtsfrage einer anderen Fatwa folgt als du selbst, dann haben wir einiges dazu gelernt und profitiert. Unser Fazit, liebe Geschwister, nach den vier Rechtsschulen wären diese Abstände ohne Grund verpönt, doch weil man die Seuche damit eindämmen möchte und die Betenden schützen möchte, ist die Tat erlaubt und nicht verpönt. Nach einigen anderen Gelehrten ist es zwar Pflicht, die Reihen lückenlos und gerade zu reihen, aufgrund der Notwendigkeit jedoch ist es nicht verboten, mit Abständen zu beten. Folgende Regel wird auch zitiert, La wajiba ma'al ajz. Das heißt, die Verpflichtung entfällt
bei Unfähigkeit. Auch die Aussage Allahs ist dafür ein Beleg. Fattakullaha mastata'tum. Daher fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Das heißt, liebe Geschwister, bestimmte Verpflichtungen, die eigentlich nicht unterlassen werden dürfen, entfallen, wenn man nicht in der Lage dazu ist, diese umzusetzen. Hat diese Verpflichtung eine Alternative, so geht man zu dieser Alternative über. Falls man aus gesundheitlichen Gründen beispielsweise kein Wudu mit Wasser verrichten kann, dann verrichtet man stattdessen Tayammum. Hat die Verpflichtung keine Alternative, dann entfällt es gänzlich. Als Beispiel, wenn jemand vor der Fajr-Zeit in den Flieger eingestiegen ist und landet nach der Dhuhr-Zeit, so betet er im Flugzeug. Ist er in der Lage zu stehen und kann sich Richtung Qibla wenden, so muss er dies tun. Kann er dies nicht, so betet er im Sitzen, und falls er sich nicht Richtung Qibla wenden kann, entfällt diese Verpflichtung auch. Und in unserer Rechtsfrage sind die Muslime gehindert, die Reihen in den Gemeinschaftsgebeten lückenlos zu halten, da sie sich an bestimmte Auflagen halten müssen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten und unsere Gebete annehmen und die Seuche beseitigen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabina wa sallam.